Ahoi, liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist mal wieder soweit. Kombüsenstudios angesagt und diesmal. Mal du, ganz anders. Ja, und wie? Ich habe gerade Urlaubsfeeling, oder? Das ist nicht richtig. Ja, guck mal, hier einen schönen Cider hier so und ja. So. Nur am Saufen, der Bengel. Seit Schottland nur am Saufen. Mhm. Das ändert sich bald wieder. So ist das halt. So, was gibt's heute? Wissen wir gar nicht. Nee, genau. Denn wir haben uns heute einen Gast geholt. Zum deswegen habe ich hier heute auch diese Sommerstimmung. Zum ersten Mal kriege ich nichts zum Essen. Tja, Pech gehabt, ne? Ich auch nicht. Das weißt doch, du noch ich schon. Du probierst das, ich nicht. Selbstverständlich. Und wann geht's los? Nach dem Intro. So, tatkräftige Unterstützung. Der Nick von den Ventertainern ist hier. Musstest du gerade überlegen? Nein, aber ja, hallo? Natürlich nicht. Stefan! Aber das Wichtigste, was wir jetzt, bevor wir überhaupt starten, ne, ist erstmal, wir wollen erstmal darauf anstoßen, dass wir überhaupt zusammen sind und hier was Schönes machen. Darum bin ich deiner Einladung auch gefolgt. Ja. Ich wusste, es gibt was zu trinken. Richtig, ja. Und auch noch gekühlt, hoffe ich. Mittlerweile warm geworden. Tja, läuft. Eiswürfel. So, jetzt habe ich so das Bioleck-Feeling. Es läuft, die Zuschauer machen ganz schön Alarm hier. Also, bleib drin, weiter geht's. So, was hast du uns mitgebracht? Oder was kochen wir überhaupt? Ich komme mir vor wie im Sonntagsgarten hier. Du machst doch normalerweise immer lecker Brot. Ja, das geht nicht. Oh mein Gott. Schneiden wir alles raus. Ja, das ist so, wenn du Zuschauer hast, so ist das halt. So, normalerweise? Vorher nochmal von vorne. Wer warst du nochmal? Ich weiß es nicht. Stefan, wer bist du denn? Wir sind hier auf dem Sommerfest der fröhlichen Volksmusik. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich bin nicht so schlau. Aber die machen auch immer so einen Kochteil. Das ist doch genial. Also wir kriegen jetzt Zuschauer ohne Ende. Ich bin ganz sicher, das ist unser Durchbruch. Ja? Ihr mit eurem Kanal sowieso. Schauen wir mal. Und die Ventertainer kommen gleich direkt hinterher. Du machst doch immer so leckeres Brot, wenn ihr unterwegs seid, ne? Sagt zumindest Marcel, ja. Hefeteig und ja, so. Aber, ja, naja. Hm. Ist natürlich von der Zeit her ein bisschen aufwendiger. Wie lange brauchst du für so ein Brot? Naja, das längste ist ja das Gehen. Ansonsten so 15 Minuten. Brauchst du um den Teig zusammen und dann ein bisschen kneten und so weiter. Und dann geht es aber noch. Eine Stunde und dann muss es nochmal 20 Minuten backen. Genau, aber backen hast du ja hier auch, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja, siehst du. Also. Aber was den Teig angeht, gibt es ein geniales Rezept, was ich kürzlich entdeckt habe und wo wir immer wieder darauf angesprochen werden, wie funktioniert das eigentlich. Und zwar mit den Sonntagsbrötchen, den Knack und Back. Ah, die das haben wir auch schon mal gehabt. Genial. Probiert haben wir sie schon. Also die Brötchen sind ja so schon genial, aber daraus kann man. Oh, knallt sogar. Ein wunderbares Brot machen. Und das machen wir jetzt. Ah. Müll einmal da in die Requisite. Antonio! Für dich? Die Nummer 14, bitte entlassen. Der war schnell genug. Ja, genau. Ist auf dem Boden gelandet. So. So, Teig ist fertig. Wie lange brauchst du für deinen Teig? Naja, ich habe gesagt 15 Minuten. Geht schneller bei dir, definitiv. Ja. Dann pult man die so raus. Das ist übrigens eine große Packung. Mit 8 Brötchen drin. Die gibt es dann normalerweise gängig mit 6 Brötchen, 5 Brötchen. Mit 4 Brötchen. 4 Brötchen. Sagt die Requisite. Naja, wie auch immer. Ich habe da irgendwas Stimmen im Ohr. 4 Brötchen waren das, genau. Antonio? Müll! Mensch, klappt! So. Übrigens auch negative Kommentare sind Kommentare. Schreibt ruhig drunter. Wir werden schon entsprechend reagieren. Mhm. Diese Brötchen, ganz einfach, das kann sogar ich, also das kann nicht so schwer sein. Die werden geschnitten. Die werden geschnitten und zwar in anständige 6 Teile in etwa. Je Brötchen. Weißt du, dass es anständig ist, ne? Gerade ist das jetzt nicht. Okay, ich sag schon. Es war schön mit dir. Kannst du dich mal um Getränke kümmern? Ja, natürlich. Ja, Prost, ne? Also auf jeden Prost, Fall. Ja, das ist immer wichtig. Was trinkst du da eigentlich? Ja, das ist ein Cider. Ah, hm? Oh, aus Schottland? Nee, leider nicht. Aus Dänemark. Ist ja fast Schottland, oder? Mhm. Das ist eine falsche Seite. Knapp daneben. Mhm. Ein bisschen noch nach links rüber. Aber okay. So weiter im Text hier, ne? Ja. Soll ich schon mal irgendwas machen? Das ist eine gute Idee. Ein fröhliches Gesicht zum Beispiel. Okay.
Reicht. Okay. Du könntest das schon mal aufschneiden. Das ist nämlich Käse. Was da alles reinkommt, erzähle ich gleich. Ja, na dann, holen wir doch mal eine Schere. Ja. Wolltest du machen? Nee, mit der Schere nicht. Ist dir zu klein, ne? Ja. Ja, was anderes hat halt die Kreuzfahrtcamper, haben was anderes nicht. Aber reicht. Läuft. Oh, ja? Ich brauche noch einen Löffel. Einen großen Salatlöffel oder Kochlöffel oder sowas. Ja, das kriegen wir hin. Warte mal. Regie. Löffel. Studio 3. Ich glaube, da geht jemand anders gerade Löffel holen. Noch ein paar Leute mehr entlassen. Mehr Olivenöl, ganz wichtig, wenn ihr das klein geschnitten habt, damit das nicht gleich wieder zusammenpackt, ruhig einen ordentlichen Schuss drauf, damit man das gleich vernünftig vermengen kann. Eine Frage aus dem Publikum dazu. Ja, bitte? Eine Frage aus dem Publikum. Was haben Sie denn für eine Frage? Hat es jetzt einen Grund, warum nur zwischendurch das Olivenöl reinmacht? Ja, ich sagte ja gerade. Es hat einen Grund, warum das Olivenöl zwischendurch rein muss, damit das nicht zusammenbapst, weil das ist ja Hefeteig. Du kriegst es nicht richtig verteilt. Wir verteilen genau. Das gleich, aber das zeige ich dann auch gerne dann nochmal. Okay. Also ist es tun nicht sein lassen, im Prinzip alles rein und dann Olivenöl. Das kann man machen, aber hat man im Endeffekt einen Teig. Fragen sind bitte nochmal neu zu, also ins Mikrofon zu stellen. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen das ja auch noch rein moderieren. Das muss man ja auch hören können. Also ich beantworte das jetzt mal. Die Frage war, warum Olivenöl zwischendurch? Ich zeige das mal. Ich habe jetzt so die halbe Menge an Teig. Damit man die Stücke so ein bisschen besser verrühren kann und sich das nicht alles gleich wieder zu einem Teig formiert. Apropos, das macht dann rühren, keinen Sinn. Das darfst du gerne machen, ja. So. Ja. Wer macht den ZDF Sonntagsgarten? Kiwi, ne? Kiwi. Ja. Unsere Managementadresse ist übrigens auf unserer Homepage kreuzfahrer.de oder bei Kreuzfahrtcamper. Natürlich, kreuzfahrtcamper.de. Mhm, weil Kreuzfahrer mit dem Schiff sind wir nicht. Kommst du auf die AIDA. Oder natürlich Entertainment. Bitte gleich mit einer Honorarempfehlung. Auf jeden Fall. Ja. Anständige Bezahlung gehört immer dazu. Durchbruch. Das sag ich dir. Und das, was wir hier machen, kann wirklich jeder. Deswegen mache ich es ja. Also ich könnte es erstmal nicht. Doch. Naja gut, ein bisschen mischen, das hier. So, und das Prinzip ist einfach, jetzt haben wir den Grundteig für das Brot. Wir machen jetzt ein herzhaftes Brot und da kann im Prinzip alles rein, was der Kühlschrank so hergibt. Was hat denn dein Kühlschrank so, Nick? Wir nehmen Oliven heute rein, getrocknete Tomaten und verschiedene Käsesorten. Dann kommt noch ein bisschen Pesto rein und eins nach dem anderen, das Rezept werden wir natürlich in der Beschreibung nochmal kundtun. Mhm. Auf unserer Webseite. Unterm Video. Ja. Natürlich. Da ist der Link dann zur Webseite, genau. So, eingelegte Oliven. Ich habe mir vorher die Hände gewaschen. Geht das einfach rein? Ach so, nee, musst du auch schneiden. Aha. Ja, die machen noch ein bisschen kleiner. Mhm. Also so Viertel, ne? Ja, je nach Größe der Oliven. Am sonst gehen auch Sechstel. Die ohne Kerne nehmen, ist besser für die Zähne. Ja, wahrscheinlich auch besser fürs Messer. Ja. Schneidet sich etwas besser. Wie lange dauert so eine Folge eigentlich? Weiß ich nicht. Wieso? Das ist doch euer Konzept. Naja, so, weiß ich nicht, 15 Minuten oder sowas? Wir machen 20 draus, Prost. Okay, zum Wohl. Trinken ist wichtig. Gerade wenn es warm ist, ne? Also das ist wichtig. Ist auch besser für den Teig. Ach so, der muss noch gehen? Der muss gehen, ja. Wo geht er denn hin? Mit Alkohol. Ach, mit Alkohol? Ja. Wo hast du denn hier Alkohol? So, die kommen da schön rein. Oder auf den Tisch. Verteilt. Ja, also auf dem Tisch geht ja auch sauber. Ja, der ist sauber, das stimmt. Ach, die soll ich schon mal verteilen. Genau. Gut. Immer gut rühren. Das war dein Tisch, ja. Das war Jörg sein Tisch. Oh, oh, oh. Der freche Fragen stellt. Genau, ich wollte gerade sagen, also die Fragen kommen ja hier aus dem Off meistens von Jörg. Ja, wir haben am Anfang einfach mal ausprobiert, haben da wirklich alles reingehauen, was so der Kühlschrank hergegeben hat. Ich glaube, du kannst den Zuschauern auch sagen, egal was ihr da reinhaben wollt, da kann man eine ganze Menge reinmachen. Hauptsache, es ist irgendwie herzhaft, oder? Genau. So würde ich es jetzt denken. Ein paar Tricks. Ich weiß, dass du Käse nicht so gern magst. Ja, den gerade gar nicht. Ja, aber der ist längst nicht so streng. Das ist ein Feta, den wir jetzt genommen haben, wo ich ein paar Stücke reinmache, damit das Brot nicht zu trocken wird. Ah, okay, gut. Hm, ja, also der Käse gibt da noch mal ein bisschen Feuchtigkeit rein. Nochmal weiter rühren wahrscheinlich. Genau. Weiter geht's. Genau, wir haben noch ein paar Vorschläge aus dem Publikum gekriegt, was man noch reinmachen kann. Pesto.
ein bisschen Pesto machen wir rein. Hast du da Spezielles? Nein, ich habe jetzt hier tatsächlich ein Rosso-Pesto, so ein Tomaten-Pesto genommen. Das schmeckt zu Pasta wirklich sehr, sehr gut und kann natürlich auch im Brot verwendet werden. Also sehr rot, okay. So 2 Teelöffel voll machen wir da mal rein. Ich bin ja hier immer der Rührer vom Dienst, nicht? Also das heißt, ich muss immer irgendwie ein bisschen rühren. Genau. Dann habe ich hier getrocknete Tomaten, die damit reinkommen. Oh, jetzt wird es trocken. Ja. Auch klein machen? Auch klein machen, genau. Ja. Also von den Mengenangaben ist das natürlich eine Geschmackssache, ne? Also kann man frische Tomaten auch nehmen oder ist das zu wässrig? Ja, das wird ein bisschen schwierig mit der Feuchtigkeit da drin. Habe ich mir gedacht. Das haben wir auch ausprobiert, aber das ist nicht optimal. Also getrocknete Tomaten zeichnen sich ja dadurch aus, dass die einfach unglaublich viel Geschmack geben. Durchs Backen auch. Und dass sie trocken Aroma sind, genau. Genau, ja. Und haben reichlich Aroma und das ist für so ein Brot top. So, rühren. Ja, ja, ich bin dabei. Geht los. Ich muss mal kurz ein Bier trinken. Ach so, hier ruht sich einer schon aus. Naja, hast ja hier ne, jemanden dabei, der auch rühren kann, hoffe ich. Sieht gut aus. Sehr gut. So. Also, wir Pesto? Haben Pesto drin, wir haben Oliven drin, wir haben den Käse drin, Tomaten. Wir haben getrocknete Tomaten drin, Olivenöl natürlich, ja. Dann habe ich eine Kräutermischung. Ist das die eine geheime? Nein, nein, das ist einfach mit, jetzt muss ich meine Brille mal aufsetzen, Frühlingskräutermischung, die kommt da mit rein. Würzmischung, ja, Frühlingskräuter sind das. Man kann genau. Natürlich auch gefrorene oder getrocknete Kräuter mit reinmachen, das ist alles fein. Jawohl, also das heißt einfach rein oder machst du, mach lieber du. Ja, kannst nicht, du schon ein bisschen reinmachen? Nee, kannst du, da kannst du eigentlich nicht zu viel von reinmachen. Da kannst du nichts kommt mit überwürzen. Nix. Ah, okay. Das sieht gut aus. Das reicht? Ja, das reicht erstmal. Das gucken wir uns gleich nochmal an. So, Knoblauch könnte man mit reinmachen. Wollen wir ein bisschen Knoblauch reinmachen? Ja. Was sagt das Publikum? Ja, Knoblauch geht immer. Immer. Ja. Wichtig. Geschmacksträger Nummer 1. 500 Leuten, genau. Jo. Könnte ja Knoblauch. Ja, könnte man auch. Also Knoblauchöl, wurde gerade gesagt, könnte man auch machen. Auch eine gute Idee. Wenn wir es hätten. Dann ist es einfacher, aber haben wir gerade nicht. Also nehmen wir frischen Knoblauch. Nehmen wir nur eine Zehe hier rein. Ja, könnte sonst zu viel werden, nicht? Gucken wir mal. Schneidest du das jetzt oder machst du das, matschst du das eher? Kleine Stücke, gut. Ja, wobei, das kann man natürlich auch durch die Presse jagen. Das geht natürlich auch, dann verteilt es sich anders. Also je nachdem, was ihr im Van dabei habt. Viele haben natürlich keine Presse unbedingt dabei, aber dann geht es halt klein schneiden ja genauso. Das bräuchte mal ein bisschen Fahrstuhlmusik zwischendurch. Ne? Fahrstuhl? Ja. Gut? So? Ja, super. Ja, prima. Naja, kriegen wir doch Gemeinschaftsproduktion. Kriegen wir doch hin. So, Knoblauch mit rein. Jawohl, ich mische mal wieder. Fertig. Man könnte jetzt auch ein bisschen Mozzarella mit reinmachen. Das lasse ich jetzt mal, weil ich habe ja schon den Feta mit drin. Das reicht. Und jetzt als grünen Abschluss machen wir da noch ein bisschen Käse rein. Und zwar den geriebenen. Und da kann man alles reinmachen, was man will. Also das, was man wirklich gern mag. Ich habe jetzt so einen Pizzakäse. So einen gemischten Käse drin, man kann Gouda nehmen, man kann geriebenen Mozzarella nehmen, also da ist man wirklich frei mit. Und da kommt auch schon eine ordentliche Portion mit rein. Je mehr, ne, also viel hilft viel, heißt es ja immer bei Käse. Bei mir immer, ja. Ja, okay. Einmal durchrühren und dann gucken wir uns das nochmal an. Selbstverständlich. Also im Moment sieht es aus wie weiße Schokolade, aber das ist ja eher wieder was für mich, aber alles gut. Ja, du magst gar keinen Käse, ne? Nicht so gerne. Also geschmolzen ja, aber Feta-Käse ist ja nicht so, schmilzt ja nicht so gut. Ja, da gucken und wir gleich von mal. Daher, der hier ist dann ja schon okay, aber der Feta, na mal gucken. So, ich würde da jetzt auch gar nicht mehr machen in der Variante von dem Brot, sondern das kommt jetzt erstmal so in die Form. So geht das in die Form? Genau. Das machst lieber du, bevor ich dein Omnia jetzt hier auch noch voll schmattere. Ja, das passiert auch bei mir. Ja, das ist, dann machst du es aber, nicht ich. Einmal kurz wegdrehen, den Omnia bitte. Achso, selbstverständlich. Weiter. Dann drehen wir mal. So. Ja, man könnte sagen, ein ganzes Brot, ne? Ja, Moment. Kommt da noch was zu? Ach so, jetzt wird's gestampft. Jetzt wird's noch
etwas angedrückt, damit das eine homogene Masse wird, jetzt unten in der Omnia Silikonform. Verbindet sich das dann wieder? Ja, der geht ja auf, der Teig. Mhm. Apropos auf, muss der jetzt nochmal gehen? Nein. Der geht jetzt direkt auf den Herd? Der geht jetzt so auf den Herd, 190 okay. Grad Optimum, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Wenn es weniger ist, ist es auch nicht so schlimm, da muss man halt länger drin lassen. Mhm. Und hier ist es auch nicht tragisch, wenn man zwischendurch den Deckel mal aufmacht und guckt, wie weit das Brot ist. Ja, von oben wird es ja eh nicht dunkel, sage ich mal. Das ist bei unserem Brot ja genauso. Also das kenn ich schon. So ist es. Das wird von unten jetzt dunkel. Mhm. Und das ist jetzt die fertige Mischung für ein gewürztes, herzhaftes Brot mit den Sonntagsbrötchen. Ja, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Deckel drauf, 190 Minuten ungefähr. 190 Minuten? 190 Grad, Grad und ungefähr wie viele Minuten? 25, 30 Minuten. Okay, gut. Je nachdem. Dazwischendurch reingucken und wenn ihr den Eindruck habt, es braucht noch ein bisschen, dann eben länger. Ja, wir gucken uns das dann gleich an, wenn es vom Herd runterkommt, würde ich sagen. Dum. Das war jetzt drauf. So, wir sind wieder da. Willkommen zurück. Nachdem er jetzt, wie lange drauf war auf dem Herd? Stefan. Ein gutes Thema, die Garzeit. Ja. Also laut Rezept 25 Minuten bei 190 Grad. Können aber wir hier nicht, ne? Können wir hier nicht. Mhm. Omnia, also ein bisschen gesunder Menschenverstand. Ich habe den jetzt am Anfang richtig hochgejagt. Nach ein paar Minuten auf dem Gasherd so ein bisschen runterreguliert und habe den etwas länger drauf stehen gehabt. So 35 Minuten in etwa. Zwischendurch ruhig mal reingucken, wie er oben aussieht. Mhm. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, aber vorher können wir jetzt nicht weitermachen. Ich bin ja Gast hier, ne? Warum können wir nicht weitermachen? Siehst du hier irgendwo Getränke? Shit, wir müssen uns Getränke organisieren. Los geht's! Ich mach ein bisschen Fahrstuhlmusik. Das dauert. Gut Ding will Weile haben, weißt du doch, Nick. Fromse off. So. Wir nur noch einen Öffner haben. Der ist immer griffbereit, der Öffner. Mir ist schon aufgefallen, dass du ein bisschen viel trinkst übrigens. Ach echt? Nein. In diesem Sinne. Ja, falls euch das jetzt gerade langweilig ist, uns nicht. Prost. Nö, wir lassen immer das gut Etikett gehen. Nach vorne halten. Es kann sein, dass da eine Firma auf uns zukommt und bietet uns 3,4 Millionen für so einen Spot. Na dann. Werbung. Prost. Ist das Werbung? Regie? Nein, ich glaube nicht. So, mir schmeckt's schon mal. Mmh, leckeres bayerisches Bier. Aber die Frage ist, ob das dann da auch schmeckt. So. Oh. So sieht das von oben aus. Wo ist denn die andere Hälfte des Brotes? Optisch. Ich dachte, der ist mehr hochgegangen. Nein. Man kann natürlich mehr Teig reinmachen. Mhm. Das ist aber die Unterseite. Das heißt, ja, ich versuche jetzt mal, ohne meine Finger zu verbrennen. Soll ich dir mal den Teller da drüber halten? Ja, vielleicht? So, genau. So, einmal umgedreht. Das ist der Unterschied, ne? Er hat Abitur, ich nur Hauptschule. Das ist Quatsch. So, jetzt kann man ihn anschneiden. Ach nee, warte mal, die Form muss weg, ne? Mhm. Oh, ein bisschen dunkel geworden. Ja, leicht, würde ich aber auch so sagen. Aber es macht gar nichts. Aber du hast gesagt, die Rostaromen sind gut. Ja. Ich bin gespannt. Probieren werde ich den auf jeden Fall. Also ich habe wohl am Anfang gespannt. Mit der Hitze tatsächlich ein bisschen übertrieben. Das wundert mich. Bisschen weniger vielleicht. Ja. Aber man muss es ausprobieren. Wenn man den öfter macht, dann wisst ihr irgendwann, genau so muss es sein. So, aber so sieht es dann von innen aus. Sieht es ja ganz okay aus. Das Helle ist Käse übrigens, für dich zur Information. Ja, den würde ich mir gerne rauspulen. Oder ich probieren. Mal gucken. Guck mal, das hat keinen Käse, dann nehme ich das ohne. Ja, dann probier mal. Mahlzeit. Ist ja heiß noch, ne? Oder? Er ist warm. Hätte ich vorher sagen sollen. Er ist warm, aber es geht. So, die Frage ist, ist es trocken? Ich kann ja heiß anfassen. Dann kannst du auch heiß lieben? Nee, was ist das? Ja, Liebe machen, sagt man. Oh, schön, schöne Information. Ja. Mhm. Nee, schmeckt gut. Kochstudio ist es hier, ne? Oder? Das ist das Kombüsenstudio. Ja, meine ich ja. Aber schmeckt tatsächlich gut. Ja, schmeckt lecker. Also ich würde den Feta-Käse tatsächlich weglassen, für mich persönlich. So. Also. Aber der Gouda? Das ist ein Vorführeffekt. Am Anfang habe ich ein bisschen zu viel Hitze genommen.
da habe ich nicht ganz aufgepasst. Man sieht das, also ein bisschen vorsichtiger sein. In der Regel funktioniert das aber super. Und wenn ihr natürlich mehr Teig jetzt nehmt, dann geht er auch etwas höher. Mhm. Also die letzten, die ich hatte vom Brot her, die waren doppelt so hoch. Das Problem ist dabei, wenn man da jetzt nichts reinmacht wie Oliven oder Käse, dass es wirklich sehr trocken werden kann. Ja, das kann also ich mir daher, vorstellen. Wenn man keine Oliven mag, man kann da alles reinhauen, was der Kühlschrank hergibt. Also alles irgendwie klein schnippeln, untermischen und dann backen. Und also dann es passt ist das. Auch so leicht wie eine Pizza, finde ich. So. Aber ist das ein tolles Brot. Rezept, oder? Aber als Brot. Einfach zwischendurch. Ja. Ja. Das ist einfach. Schnell. Wenn man grillt irgendwie nebenbei oder als Vorspeise. Oder nebenbei dran jetzt beim Grillen. Jetzt einen schönen Dip dazu. Stimmt. Ist eine klasse Idee. Oh ja. Oder? Gute Idee. Machen wir jetzt so. Wir werden das jetzt nämlich verspeisen. Die Rechnung kommt dann übrigens. Per Post, wie immer. Per Post. Steht oben drüber Ventertainment. Ach so. Ah. Müsste jetzt nochmal sein. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir danken jetzt Nick für. Ich habe noch eine Frage. Eine Frage. Falls ihr noch Ideen habt, was man so in so ein Brot reinhauen kann. Ja, dann unbedingt in die Kommentare schreiben. Wir probieren das auf jeden Fall aus. Ja, das ja. Jetzt vielleicht nicht vor der Kamera, aber so privat backen wir das wirklich sehr, sehr oft. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist nochmal eine süße Variante von dem Ganzen, weil der Teig ist neutral. Und das man kann auch mal berichten. Oder? Mhm. Süß kann man das garantiert auch gestalten und das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Also in die Kommentare reinschreiben, was für Ideen ihr habt, was da rein kann. Das mit diesen fertig Sonntagsbrötchen ist genial. Ist super einfach. Ja. Tatsächlich schmeckt es für mich gut, aber das mit dem Käse, also ich würde mir jetzt Stücke raussuchen, wo ich den Käse nicht drin habe. Also das ist das, was mich tatsächlich stört. Sonst ist gut. So, wir haben jetzt einen großen Vorteil für dieses Video. Ihr könnt das alle nachkochen und entweder macht das so wie hier oder ihr macht es anders. Es gibt andere Knack- und Backgedönse, also hier bei Lidl. Penny. Genau, meine Empfehlung ist, nicht auf die Marke achten, sondern die Sonntagsbrötchen von den Discountern, die sind echt nicht schlecht und sind in der Vergangenheit auch tatsächlich mehr aufgegangen. Ja, und das passt aber, immer rein, ja? Aber fluffig ist es ja trotzdem. Also das muss ich sagen, fand ich jetzt schon. Und mir hat es geschmeckt. Gut, wie gesagt, ich würde mir die Stücken jetzt ohne Käse rausnehmen, weil das würde ich jetzt zum Beispiel weglassen, aber das kann ja auch jeder so machen, wie er möchte. Das ist das Schöne. Die Frage, die ich mir stellen würde, weil da ist ja alles drin, was ich überhaupt nicht mag. Ja, würdest du es denn probieren? Nein. Gut. Wurst? Ja, tatsächlich, die Variante habe ich auch im Kopf, will ich das nächste Mal ausprobieren. Schinken, eine Salami da mit reinschnippeln, also kleinschnippeln tatsächlich. Salami, da muss man aufpassen, dass es nicht zu fettig wird, weil die Fette tatsächlich beim, wie auf einer Pizza halt, nach. Aber da kriegt man natürlich auch eine Würze und einen ganz anderen Geschmack rein. Das ist alles so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, mediterran. So mit dem Pesto und tomatenlastig und sowas und mit dem Käse dann noch dabei. Da kann man in eine völlig andere Richtung gehen. Ich werde auf jeden Fall bei den nächsten Broten alles ausprobieren. Ich werde da alles reinhauen, was der Kühlschrank hergibt. Das empfehlen wir auf jeden Fall euch auch. Und das könnt ihr dann vielleicht, aber auch nur vielleicht, entweder in der Insta-Story oder halt bei den Videos vom Ventertainment sehen. Ihr müsst halt ganz genau hinschauen. Ja. Und dann seht ihr das. Das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, aber ihr macht ja Wagis Kombüsenstudio, so heißt es, ne? Richtig? Ja, genau. Das kommt ja wieder, habt ihr gesagt? Ja, wir sind hier schon schön dabei. Durch. Ich meine, das ist ja eine halbe Sendung. Und den Rest könnt ihr ja nochmal einen Braten machen, der sehr lecker ist, übrigens von ihm. Oder sowas. Haben wir gestern gehabt, ne? Aber ich glaube, da kann man wirklich rumexperimentieren und es kann jeder. Also auf ein bisschen auf Temperatur achten, ihr seht, das ist jetzt nicht perfekt, geht besser. Aber es gehört ja dazu, das auszuprobieren. Also von daher ist es nicht schlimm, wir dass das jetzt so ist. Wir schönen hier nichts, wir zeigen es, wie es geworden ist. Genau. So sieht's aus und damit soll jetzt wirklich Schluss sein. Ihr habt euer Getränk verdient. Ich das erste sagen, Bier des Tages. Ich wollte schon sagen, der Kuchen wird ja abverlangt von den Zuschauern. Dementsprechend müssen wir das jetzt sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Rezept zu präsentieren. Ich sage auch sehr danke. Gerne. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns schon bald wieder, wenn ihr uns gewogen bleibt oder wenn ihr das gegessen habt, wenn ihr euch gewogen habt. Dann bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Genau. Tschüss.